In unserer heutigen Folge geht es um ganz leichte TNT-Kanonen, die einfach jeder beherrschen kann, obwohl man keine Ahnung von Redstone hat. Schau dir mal diesen an. Das nenne ich mal einen Mörser in Minecraft. Und wie das geht, zeige ich dir heute. Die Startkanone. Für die erste TNT-Kanone brauchen wir eigentlich gar nicht mal allzu viele Sachen. Wir beginnen erstmal mit Spendern. Da platzieren wir uns drei so hin, dass, sag ich mal, die sich hier alle in der Mitte angucken. Und einen darüber, lassen darunter dann die Fläche einmal frei. Hier vor setzen wir einen Zaun hin, eine Druckplatte und einen Wassereimer rein. Das Wasser kommt nicht raus, weil wir hier vorne halt diese eine Druckplatte haben. Jetzt nehmen wir ein bisschen Redstone, platzieren das hier hinten an den Seiten einmal. Eine Redstone-Fackel hier oben drauf und nochmal einen Knopf hinten ran. Danach wollen wir nur noch in die Spender überall einmal TNT machen. Sobald wir das erledigt haben, drücken wir den Knopf und können schon die Villager beschießen. Ha, Volltreffer. Die Sniper-Kanone. Beginnen wir erstmal mit unseren Spendern. Da setzen wir uns vier Stück hin. Oben drauf nochmal eine weitere Reihe. Dagegen übersetzen wir das ganze Spiel noch einmal. So, auf der Rückseite setzen wir jetzt einfach unsere Eisenblöcke hin. Oben in der Mitte einen weiteren. Den ziehen wir jetzt bis nach vorne einmal. So, vor unseren Spendern setzen wir hier zwei weitere Reihen hin. Und hier ganz vorne nochmal einen Spender. So, jetzt mache ich mir einfach hier vorne meinen Abschussknopf hin. Oben drauf ziehen wir uns jetzt noch ein bisschen die Redstone-Schnur. Einmal bis nach hinten weg. So, hier oben einmal lang. Andere Seite mit den Spendern auch nochmal verbinden. Und hier ganz oben, da setze ich mir einfach meine Redstone-Verstärker hin. Die gehen dann bis hier vorne zum Spender und da setze ich mir nochmal einen Eisenblock hin. Wir machen auch einen kleinen Timer rein, das heißt die Verstärker verspäten wir einfach mal und setzen die nach hinten weg. Einmal innen drin setzen wir einen Wassereimer rein und ganz vorne, da wo das Wasser austritt, mache ich mir nochmal einen Zaun mit einer Druckplatte hin. Und damit meine Sniper auch gerade schießt, mache ich hier oben noch eine weitere Stufe hin. Als nächstes müssen wir die Spender noch befüllen mit TNT. Sobald unsere Sniper geladen ist, drücken wir den Knopf und beschießen unser Ziel. Eine wirklich gute Kanone, um geradeaus zu schießen. Meine Empfehlung für dich, wenn du wirklich das Ziel treffen willst. Der Bomber. Du siehst doch das Dorf hinter mir. Dieses Dorf möchte ich jetzt mit meinen eigenen Bomber beschießen. Wie das geht? Zuallererst bauen wir uns wieder einmal in die Luft. Wir beginnen zuerst mit einem normalen Kolben. Davor machen wir einen Schleimbock ran. Dann davor einfach einen Beobachter, aber so, dass er in die Richtung guckt, in die wir auch fliegen. Neben den Schleimblock machen wir wieder einen haftenden Kolben ran. Dann einen Schleimblock. Und ein Beobachter, der in die Richtung guckt. So, also er muss nach hinten gucken. Unter den Schleimblöcken platzieren wir jetzt einfach mal ein paar Spender hin. In die Spender befüllen wir gleich mal unser TNT. Damit wäre unser Bomber jetzt auch fertig. Benutze vielleicht ein Feuerzeug, um ihn zu starten. Und schon legt er los und lässt es regnen mit TNT. Die Schleimkanone. So, da sehen wir einfach ein bisschen nach oben. Ich würde euch jetzt raten, nehmt einfach mal erstmal einen Obsidianblock, platziert darunter definitiv einen Schleimblock. Dahinter setzen wir einfach einen haftenden Kolben, der das Ganze dann bewegt. Darüber einen Eisenblock, dahinter nochmal einen Eisenblock. Jetzt wollen wir natürlich so machen, dass das Ganze auch gestartet werden kann. Da gucken wir aber mal, ob das schon mal so ein bisschen funktioniert. Nein, halt, da müssen wir das so machen. Genau. Denn der Repeater gibt das Signal hier ab. Das geht dann hier so runter. Zack, puff. Davor setzen wir dann hier nochmal einen Spender hin. Aber halt so, dass er halt nach unten zeigt. Dann machen wir auch gleich einmal einen kleinen Test. Einmal TNT rein. Und dann gucken wir, ob das funktioniert. Funktioniert nicht. Ich verlangsame noch einmal den Repeater. Gucken wir nochmal, ob das funktioniert. Jawohl. Weiter mal. Kickt ihn weg. Perfekt. So, wer möchte, kann das Ganze noch ausbauen, indem wir hier einfach nochmal auf jeder Seite drei weitere ransetzen und natürlich die Spender hinterher. Zum Schluss oben noch einmal die ganzen Spender verbinden, damit die auch Strom kriegen. Und dann können wir die Kanone gleich mal testen. Der Mörser.
zu unserer letzten TNT-Kanone, die, würde ich mal sagen, wirklich ein Mörser ist, habe ich mir wieder als Testobjekt ein Dorfbewohnerdorf ausgesucht. Beginnen wir zuallererst erstmal mit unseren Spendern. Da setzen wir jetzt hier drei einfach mal hin. An den Seiten platziere ich mir hier auch wieder welche. Und obendrauf kommen nochmal welche hin. Davor setzen wir jetzt einfach mal in die Erde Zäune rein, darauf ganz einfach Druckplatten. Und wie schon bei unserer allerersten Kanone setzen wir innen drin Wasser. Ihr müsst auch hier wieder einfach eure Spender mit Redstone verbinden. Ich werde mir mal eine ganz einfache Glock bauen, die man ein- und ausschalten kann, indem ich jetzt hier einfach meinen Hebel hinlege. So, wir machen das einmal an. Und schon habe ich hier eine ganz einfache Glock, die richtig schnell, sage ich mal, die Spender aktiviert. Aber bevor wir die natürlich testen können, müssen wir erstmal wieder das TNT einmal in unsere Kanone befüllen. Und sobald wir es erledigt haben, können wir das Ganze starten, aber müssen noch ganz oben das einmal verbinden. Und schon geht's los. Ups, na sowas, das Dorfbewohnerdorf hat zurückgeschossen. Da sind wir doch wieder ein bisschen schlauer geworden. 5 leichte TNT-Kanonen, die einfach wirklich jeder bauen kann in Minecraft. Wenn dir das Video gefallen hat, schau mal bei uns in die Infobox, da habe ich dir noch ein paar Videos zusammengestellt. Oder abonniere einfach den Kanal, dann bleibst du auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.